Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum wir hier starten. Ja, ich habe gerade eben eine Folge aufgenommen und was soll ich sagen, das Aufnahmeprogramm hat einfach nicht aufgenommen. Hey, das ist halt das Problem, wenn man nur einen Monitor hat. Wie ich halt leider gerade aktuell, weil der andere kaputt ist, da kann ich es halt nicht gegenchecken beim Spielen. Sondern kann halt nur vor Start des Spiels kurz schauen, ob es läuft und dann hoffen, dass alles klar geht. Nochmal ganz kurz zur Zusammenfassung. Wir waren ja irgendwo hier oben, glaube ich, oder hier, keine Ahnung. Ich bin hier lang gelaufen. Dann hier übers Wasser. Einfach drüber, das ging zu schwimmen, das war nicht so weit. Ja, und hierhin. Dann wollte ich halt schauen, ob wir irgendwie hier von der Insel hier drum herum kommen, aber keine Chance, weil ihr seht schon, hier kommen Ebenen. Dann bin ich nochmal hier hinten lang gelaufen, wollte gucken, ob wir die Ebenen umlaufen können, aber auch hier kommen Ebenen. Also keine Chance. War eigentlich verdammt witzig, weil ich muss bloß mal gucken, weil wir sehen hier halt aktuell gar nichts. Kein Bock, dass wir hier irgendwo ins Festland krachen. Ich glaube, da drüben ist auch alles noch Ebenen. Aber wir treiben gerade. Naja. Drüben kommt Sumpf. Ja, war verdammt witzig, weil ich war ungefähr hier und habe gesagt, ey, stellt euch mal vor, jetzt kommen noch Ebenen, wir kommen hier gar nicht mehr weiter und ungelogen 10 Sekunden später waren die Ebenen da und direkt ein Kobold angelockt. Zwei Trolle auf einmal hier oben und der Kobold hinter uns, ach hört auf, das war echt ein Kraus. Also wir kommen auf jeden Fall hier nicht drum herum. Ich wollte halt sehr gerne so gut wie möglich irgendwie, also hier wollte ich eben mit dem Boot nicht mehr lang, das ist klar. Ich wollte irgendwie gucken, ob wir irgendwie hier drum herum kommen, dass wir, keine Ahnung, irgendwo hier vielleicht noch einen Punkt finden oder hier hinten, wo kein Sumpf ist. Aber wie ihr seht, sieht es nicht gut aus. Das Problem ist nämlich auch, nein. Ach, wie viel Pech, ey, wirklich, wie viel Pech. Wir können jetzt hier nur mit vollem Wind zum Sumpfland hin. Und auf diese kleine Insel. Ah, wirklich, das ist nicht der Ernst. Die Sache ist, das Ding, das Boot, ich habe geguckt, es hält um die 70 Schaden aus. Das heißt, die Kleine beißt gleich noch einmal und wir haben verloren. Ach, das gibt's nicht. Das kann doch nicht sein. Und jetzt ist es kaputt. Nee, es schwimmt noch, okay. Komm schon. Wartet da schon wieder ein Trawger auf uns? Sieht erstmal nicht so aus. Wir haben nichts zum Kämpfen, wir können nichts machen. Los wird aber gleich zusammenbrechen. Wir können uns jetzt bloß nochmal das Essen reinhauen. Okay, es hält noch einen aus. Komm schon, ah, ich hätte das eher reinhauen müssen, dass wir mehr Leben haben. Komm, Leben, geh doch hoch, jetzt wird's zusammenbrechen. Es hält immer noch. Das Floß hält mehr aus als das Boot. Ich erkläre euch gleich, was ich meinte. Oh oh, jetzt wird's brechen. Ja, jetzt bricht's. Ach du Scheiße, das schaffen wir im Leben nicht. Sind es zwei Seeschlangen? Nee, ist eine. Ach man, das Leben geht einfach nicht hoch. Es geht nicht ein, sie beißt uns und... Oh Gott, noch 18 Leben. Da vorne wartet ein Schlamm. Wir sind gleich tot. Ach, wie viel Pech. Ist das denn hier verseucht von Seeschlangen? Es ist noch so ein kleiner Millimeter und sie wird gleich kommen und... Ja, und das war's. Oh Gott, nein, sie hat irgendwas anderes getroffen. Aber dafür kommen jetzt wieder Sumpfleute. Oh, lauf doch, lauf. Nein. Also wir sind erstmal safe vor der Seeschlange. Aber haben dafür hier ein anderes Problem. Wir können hier halt aber auch nicht raus. Der schießt zum Glück nur Pfeile. Dem können wir noch ganz gut ausweichen. Wir müssten idealerweise hier rüber. Ich weiß halt nicht, wie schnell die Seeschlange da ist. Gerade so ein bisschen das Problem. Der Pfeil jetzt von dem Trawger aus Versehen die Schlange getroffen oder was ist da gerade passiert? Nein! 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 Das darf nicht passieren! Wir haben keine Ausdauer mehr. Ach Leute! Ich muss aber rennen, sonst trifft uns... Ach Scheiße, jetzt haben wir echt eine Zwickmühle erreicht. Wir müssen irgendwie auf die Insel rüber. Die Seeschlange ist aber auch noch hier. Nein! Wir brauchen unbedingt Ausdauer, sonst schaffen wir es auch nicht.
Ach, da kommt der nächste Torgar, na klar. Ja, ich glaube, wir sterben gleich. Die Ausdauer regeneriert nicht so schnell, wie wir sie brauchen. Können es nur jetzt probieren. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Ah, okay, wir können laufen. Dann kommen die nächsten Trogger. Ach, scheiße. Wir haben gleich verloren. Ach, Mann. Was ist... Ah, jetzt kommt noch... Okay, gut, wir sind gleich tot. Das war's. Aber was will man da machen? Ganz ehrlich, was willst du da machen? Ah, und noch ein Schlundi, noch ein Schlundi. Ach, Leute, wir müssen wirklich wieder von komplett vorne anfangen. Ich hab's mir echt anders erhofft. Eiktür wäre noch bereit gewesen, aber... Es fuckt mich etwas ab. Es fuckt mich wirklich riesig groß ab. Wie viel Pech kann man denn haben? Vor allem, wir haben vorher nie eine Seeschlange getroffen und jetzt ist da alles voll damit. Und wir sind wieder zu Hause. Komplett nackt. Ich habe echt keine Ahnung. Am besten lassen wir das da oben einfach liegen und holen uns alles nochmal neu. Weil wir haben das alles auf Stufe 4 gemacht. Das ist zu viel Eisen. Oder nee, hier war's. Hier ist jetzt der nächste. Ich nenne es mal Tod 2. Oh Mann. Wir sind jetzt dreimal gestorben. Ich habe absolut keinen Schimmer, wie wir hier wieder hinkommen sollen. Wenn wir waren auf der Insel, wir hätten vielleicht wirklich hier runter und dann ganz straight hier rüber gehen müssen. Aber ich hatte halt echt die Hoffnung, dass wir irgendwo noch das hier ein bisschen umlaufen können, weil die Gute ist ja hier unterwegs. Ich habe keine Ahnung, was die für einen Radius haben. Ja, gut, Ärgern bringt jetzt auch nicht viel. Ist echt schade. Ich habe alles probiert. Ich habe es versucht, so gut es geht, zum Laufen. Aber dass natürlich jetzt wieder eine Seeschlange kommt und vor allem hier oben überall Ebenen. Ich hatte halt echt die Hoffnung, dass die Insel hier oben so ein bisschen hier runter geht. Wir irgendwie hier dunklen Wald haben. Uns hier einen kleinen Savepoint errichten können, um dann schnell das Zeug da drüben zu holen. Aber ich glaube, der beste Plan ist und bleibt es tatsächlich, dass wir wieder hier hin machen. Und dann irgendwie versuchen von hier runter. In der Hoffnung, dass die uns dann hier nicht erwischt. Aber ihr habt ja gesehen, was gerade los war. Also ja, ich hätte Eiktür noch aktivieren können und ich hätte ein bisschen eher die Lebensmittel nehmen können. Dann hätten wir mehr Leben gehabt, aber... Dass auf einmal so viel Seeschlangen unterwegs sind, damit kann man echt nicht rechnen. So, wir hauen mal das rein. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen wohl oder übel in den dunklen Wald und müssen uns Bronze holen. Damit wir uns jetzt erstmal wieder eine Bronzerüstung zusammenschustern können. Hey, wir fangen sehr weit von vorne wieder an. Die Sache ist, wir haben ja gar nichts mehr, ne? Aber wir haben noch ein normales Schild. Wir haben kein Schwert oder irgendwas. Ach, und wir hatten so viel Disteln gesammelt. Mann, Mann, Mann. Ja, man hätte vielleicht auch noch Tränke mitnehmen können. Naja. Sind die fertig? Die sind fertig, aber ich möchte sie mit euch jetzt nicht unbedingt aufheben. Das kann ich wann anders mal machen. So, wie sieht denn das aus? Was brauchen wir denn für... Ach, schaut mal, wir können doch hier... Was kostet die? 30 Chitin? Die Klinge kostet 20, also bräuchten wir 50. Ach so, nee, wir haben ja gar keins. Bringt also nichts. Ist ja verloren gegangen. Was kostet denn ein Holzschwert? Es gab doch mal Holzschwerter, oder bin ich doof? Feuersteinmesser? Können wir uns auf jeden Fall leisten, aber ist das traurig. Es ist einfach so traurig. Was können wir denn damit eigentlich machen? Weiß ich auch noch nicht. Feuersteinspeer, vielleicht ein Speer? Ich glaube eher das Messer. Komm, wir holen uns das Messer. Haben wir überhaupt zwei Holz? Wir haben wahrscheinlich gar kein Holz mehr. Nö, natürlich nicht. Ach, Menno. Vor allem auch schon komplett ohne Rüstung in den dunklen Wald ist eigentlich auch schon zu hässlich. Zu eklig. Wir könnten uns so eine Lederrüstung zusammenschustern. Hätte ich nicht gedacht, dass wir nochmal so weit von hinten wieder starten.
dass es uns so krass dolle zurückwirft. Wir müssen jetzt echt hier schon vor allem Angst haben, ne? Und das könnte eine lebensbedrohliche Situation sein. So, ich brauche mal ein paar Sträucher. Hier oben sind Sträucher. Also, dass wir nochmal anfangen, mit blanken Fäusten Holz zu ernten. Davon hätte ich vor ein paar Folgen echt nicht träumen können. Ach, Manno. Geh doch weg. Naja, dafür stärken wir unser Unbewaffnet-Skill. Wie sinnvoll. Was für ein Nutzen. Schade. Aber wir können halt gegen die Seeschlangen echt nichts ausrichten. Da brauchen wir einen richtig, richtig guten Bogen und vor allem wahrscheinlich auch das große Boot aus Eisen. Ja, stimmt, das wollte ich euch ja noch erzählen. Ich hatte nämlich getestet, wir können keine Boote abbauen. Ich dachte, Werkbank hinzimmern, abbauen funktioniert aber nicht, sondern wir müssen unser Boot komplett kaputt schlagen. Und das hatte ich gemacht mit dem Hirschbrecher. Da war so bei 70 Schaden Schluss. Allerdings war es dann noch nicht komplett kaputt, sondern wir mussten noch mehrfach draufhauen. Es ist einfach nur in so einen schlechten Zustand gekommen. Dachte aber, es wäre dann schon nicht mehr fahrbereit, aber wir haben es ja gerade gesehen, als die Seeschlange uns angriff, dass es tatsächlich auch in dem sehr schlechten Zustand noch nach vorne paddelt. Wir hätten eigentlich nur Glück haben müssen, dass auf dieser kleinen Insel nicht zwei Gegner warten. Wenn da Ruhe gewesen wäre, hätten wir ganz entspannt auf den richtigen Zeitpunkt warten können, um uns zu verpissen. So, 17 Holz, aber das Spiel hat uns einfach nicht gegönnt. Aber viele Pilze jetzt hier unterwegs. Mir lag noch voll viel, hätte ich auch einfach alles aufheben können. Naja. Wir sammeln gleich mal noch ein bisschen Honig. Ach, Menno. Können wir das nämlich auf jeden Fall auch mitnehmen. Und das ist echt schön, jetzt wo die alle so schräg dran sind. Weil hier ohne Ende Honig. Alle Bienen sind glücklich, alles funktioniert. Das ist einfach echt geil. Mit einem Durchlauf hat er das da oben jetzt aufgenommen, aber hier liegt überall hier oben noch was. Nimmt er das auf? Ja, ne? Ja. Natürlich ein bisschen doof. Haben wir hier 52 Honig. Das ist schon geil. So. Dann würde ich mir jetzt gerne einmal so ein Feuersteinmesser herstellen, dass wir uns zumindest ein bisschen verteidigen können. Das war's nicht. Ich glaube Leder noch, ne? Na gut, wir könnten auch wieder eine Ledertrollrüstung. Trolllederrüstung uns herstellen. Feuersteinaxt macht 20 Schaden, Messer macht 6. Ne, da brauchen wir natürlich die Axt. So, dann haben wir die. Holzschild haben wir. Wir haben auch glücklicherweise noch eine Bronzespitzhacke. Jetzt ist halt die Frage, bauen wir uns nochmal so eine Trolllederrüstung? Eigentlich wäre es schon angebracht, ne? Ich meine, was wollen wir eh mit dem ganzen Trollleder? Jetzt bin ich froh, dass wir es haben. Sonst dachte ich mir die ganze Zeit, was wollen wir mit dem Mist? Was brauchen wir denn noch? Ah, da muss die Werkbank auf Stufe 3 sein. Wir haben die jetzt gerade mal auf Stufe 2. Ah, ich glaube, wir haben nicht mal mehr einen Bauhammer. Können wir da noch einen herstellen? Was ist denn der? Hammer, hier, zwei Steine brauchen wir noch. Naja, dann geht's halt nochmal so ein bisschen wie von vorne los, ne? Nicht ganz, aber... So schnell kann's halt auch einfach gehen. So, ein Hammer bitte. Dann müssen wir mit dem Hammer mal fix schauen, was wir hier noch für Verbesserungen hinstellen könnten. Hackklotz, können wir uns direkt leisten. Werkbankverbesserung, zack. Und dann müssten wir uns doch... jetzt auch das Trolllederzeug holen können. Wir müssen das grau. Kannst doch herstellen. Komisch. So, einmal das. Dann die Tunika.
Einmal das. Was ist mit dem anderen? Trolllederhelm? Brauchen wir noch 3 Knochenfragmente. So, Knochen, Knochen, Knochen. Hier haben wir dich. Den Umhang noch einmal. Können wir uns das alles leisten? Ja, ne? Und einen Trolllederhelm. So, das alles mal ein bisschen nach unten. Hier den Helm. Hier oben das Ding. Dann haben wir zumindest wieder 19 Rüstungen. Ist schon mal besser als gar nichts. Wir haben wieder eine Axt. Wir haben ein Schild. Also können wir uns in den dunklen Wald wagen. Ich mach bloß nochmal schnell das Inventar leer. So, wir nehmen auf jeden Fall noch Honig mit. Vielleicht keine 50. Sondern so. Eine Bärenmarmelade haben wir noch. Dann haben wir noch Knochen. Pilze. Ja, hier oben ist irgendwann mal ein Teil rausgekommen. Ich glaube, als die Trolle angegriffen haben. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich glaube, also schon viel, viel länger her, glaube ich. Irgendwie da muss das mal passiert sein. So, und die 2 Holz und das noch weg. Folge schon wieder fast rum und bis auf den Tod ist nichts passiert. Aber ganz ehrlich, könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Das Spiel hat einfach aktuell irgendwas gegen uns. Ich kann es mir nicht anders erklären. So, da drüben soll Kupfer sein. Ektür ist auch bereit. Komm, wir aktivieren den gleich mal. Ach verdammt, ich dachte, ich schaffe das. Zwar kann man auch so einen coolen Doppelsprung machen. Klappt irgendwie nicht immer. So, zack. Ich hatte mir auf der anderen Seite schon so ein kleines Holzstück hier dran gebastelt, dass wir nicht mehr so das Problem haben, da hochzukommen. Komm, wir machen noch Eiktür an. Dann schaffen wir es die Folge vielleicht noch, das erste Kupfer abzubauen mit ein bisschen Glück. Ausgeruht reicht auch noch bis Ende der Folge. Ja, und dann heißt es Bronzerüstung schmieden, Bronzemesser. Und den ganzen Spaß nochmal von vorne versuchen. Und wenn das dann wieder nicht klappt, dann, ja, weiß ich auch nicht. Wenn jetzt wirklich so viele Seeschlangen auf uns warten, haben wir echt ein Problem. Dann müssen wir uns tatsächlich doch wieder Eisen sammeln und eine Eisenrüstung bauen. Und können uns erst wieder aufs Meer trauen, wenn wir, keine Ahnung, eine Schwarzmetallrüstung haben. Oder ich weiß es auch nicht. Das ist halt echt ärgerlich. Wir haben das alles auf die 4 hoch. Hätten wir einfach vorher mal Knochenwanz noch schnell besiegt, dann wäre es jetzt nicht ganz so dringend, die Eisenrüstung wieder zu kriegen. Brauchen auf jeden Fall auch wieder einen besseren Bogen. Das heißt, ich würde mir aus Edelholz auch nochmal einen herstellen. Die Sache ist, es ist auch dann auch nicht ganz verschenkt, weil wenn wir irgendwann mal wieder sterben, dann haben wir halt nochmal eine gute Ausrüstung. Habe ich mir das hier markiert? Nee. Wo ist denn hier Kupfer? Das hier? Ah, das ist Kupfer. Sieht auch... Ah ja, hier haben wir schon mal ein bisschen was abgebaut. Oh je, dauert das lange. Müssen wir auch wieder alles schmelzen, zur Bronze verarbeiten und. Aber so ist das. Bringt auf jeden Fall nichts, jetzt mit der Ausrüstung nochmal da hoch zu machen. Sag mal, wenn wir eine vernünftige Bronzeausrüstung gehabt hätten, hätten wir die ganzen Sumpfleute da auch noch besiegen. Ach man, was ist denn zurzeit los? Da hätten wir die auch noch besiegen können, obwohl das mit dem Geist und allen anderen drum und dran war halt eine fiese Mischung. Der Schleim, der Gift macht, der Geist, der irgendwie echt schnell ist. Ein Twerger mit Bogen, ein Nahkämpfer. Ach man, jetzt kann ich nicht mal mehr Kupfer abbauen, weil hier sofort ein Troll kommt. Da muss es doch ein Update gegeben haben. Ganz ehrlich, wie selten haben wir früher Trolle gesehen und mittlerweile kommt hier einer nach dem anderen. Und da haben wir es wieder. Wir haben nochmal Kupfer. Der ist aber immer noch hinter uns her. Ich würde ganz gern hier bleiben, weil das ist nicht so weit weg von der Basis. Haut der ab? Nee, der kommt nochmal hier rum. Ja, es ist halt nicht so weit weg von der Basis. Oh, da unten habe ich ordentlich Stein abgebaut. Somit haben wir es dann nicht ganz so weit, wenn wir wieder nach Hause müssen. Ah, hier ist ja sogar das Portal.
Wird noch nicht verbunden sein, weil wir das, weil ich das umbenannt habe, ne? Richtig, nicht verbunden. Ja, hier hatte ich mir überall Stein gesucht. Ja, wir müssen jetzt an der Stelle leider schon wieder Schluss machen mit der Folge. Es läuft gerade so absolut gar nicht. Aber naja, wir kriegen das alles schon irgendwie hin. Ich hoffe mal, der Troll lässt langsam los. Sieht schon mal ganz gut aus. Dann können wir uns langsam wieder zurücktrauen. Sag mal so, ich denke, die Bronzerüstung haben wir nächste Folge fertig. Ach, da ist er wieder. Verdammt. Und dann können wir uns auch wieder auf den Weg machen. Dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Aber ich möchte ungern jetzt Folgenende machen. Wenn ich dann das nächste Mal zur Folge einsteige, haben wir den genau hinter uns. Lässt du jetzt mal los von mir? Wenn ich mich jetzt hier verstecke, siehst du mich da noch? Ich glaube, wir haben es geschafft. Morgen 19 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.